Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem North Position Marsch. Zuerst mal zum Qualität. Ich habe gerade eine Aufnahme geprüft und festgestellt, dass ich etwas stockend drüber komme, als wenn die Leistung zu schwach ist. Ich habe aktuell die Leistung in der Grafikkarte etwas, die Leistung im Spiel reduziert. Jetzt muss ich mal schauen, wie sich das auswirkt. Anscheinend geht mit Kamera etwas mehr Power vonnöten zu sein. Ich muss mal schauen, ob das hinhaut. Hab da auch nicht so viel Erfahrung mit Kamera, was die an Ressourcen braucht. Wir werden noch halt testen. Das war aber nur anfangs, wo es stockend war. Dann lief es ein bisschen besser. Das heißt für mich erstmal, wir müssen mal den richtigen goldenen Weg finden, ne? Die goldene Mitte. Gute Bilddarstellung und eine gute Aufnahme und eine gute, ja, halt alles muss klar rüberkommen halt. Muss ich halt von meiner Auflösung von diesem großen Bildschirm auf was kleinere Auflösung gehen. Etwas kleiner. Da kann man auch was rausholen. Aber mal schauen. Das Spiel braucht halt viel Leistung. Ja, alles HD Plus, sagt man ganz vorsichtig. Bei mir ist das Plus. Auch von der Größe des Bildschirms her. Mit 43 Zoll ist schon mit gewaltig. Aber wenn ich so einen Rappel kriege, was zu kaufen, dann habe ich das. So, ausklappen, den Rest Hopfen aussehen. War ja dank das Kreis im Kreis fahren. Bisschen mehr Verbrauch. So. Jetzt schauen wir mal. Den Rest Stroh verkaufen. Aber ein bisschen an der Einstellung vom Lenkrad gearbeitet. Denkt man, dass jetzt wird besser ist. Ich habe jetzt 7%. Davor 4, jetzt habe ich 7. Ob es besser ist, wird sich zeigen. So. Angekommen. Letzte Fuhre Stroh. Jetzt können wir uns ranmachen an. Ja. Jetzt hatte ich eine Frage, kaufen wir jetzt das Stück Land dazu? Und bauen uns einen Kuhstall. Oder wir kaufen noch einen Acker.
überlegen, ob wir einen Strober halten müssen dann. Obwohl das auch egal ist. Irgendwann müssen wir wieder. Es kommt ja wieder Strom rein. Also. Spätestens dann, wenn Rockenreif ist. Denn hier. Haben wir nicht. Man könnte ja auch so Notstrom kaufen, also so ist das ja auch nicht. Aber wäre ja Blödsinn. Naja, nö. Würde vielleicht einen Ballen rauskriegen vielleicht, aber das wäre auch alles. So, es hieß jetzt hier theoretisch Feld kaufen. Und dann den Stall bauen. Passt da mal zwei Hänger nicht rein. Das tun wir nicht an. Stellen wir uns hier irgendwo mal abseits, wo er nicht stört. Hinter der Garage. Hier kann er gut stehen mit Anhänger. Ab. Ich habe mal den Mod rausgenommen. Den realistischen Gewichten. Passt er jetzt hier unter? Achso, er ist von hinten. Naja, sonst habe ich mal anders umgestellt. Ja, das ist auch gut. Wieso passt er nicht unter? Ja. Beinahe gesagt mit Schwung und nicht anders. So, jetzt schauen wir mal nach links. Wir brauchen noch ein bisschen Geld. So. Was haben wir eigentlich für Preise für Hafer? Weizen haben wir noch mit drin. Ansonsten Hafer haben wir auch was. Zwei, fast drei Ladungen. Da können wir auch drei verkaufen. 770. Hafer würde ich warten. Das ist noch ein bisschen zu wenig. 1200 noch was. Reifeisen. Reifeisen. Fahren wir Reifeisen, bevor der Preis weiter entfällt. Ja, was ein Gewicht anzeigt. 24. 25. 27. 30 Tonnen. 32. Also ich kann nicht genau sagen, was wie schwer das sein könnte. Aber ohne diesen Mod fährt der LKW sich besser, schneller. Zusagen hatte zwei drin gehabt. Das hat auch ein bisschen so viel. Mir ist aber nicht aufgefallen. Habe ich beide mal deaktiviert. Werde ein wird deaktivieren. Siehste, das schnell verkaufen. Die eine Ladung. Und dann werden wir. Specht ist da.
schönes Sümmchen Geld. Oh, das hat sich gelohnt. So. Den müssen wir auch runterfahren. Wie gesagt, das wird sich jetzt nicht lohnen, extra anzufangen mit wegen ein paar Bissen Stroh. Dann haben sie einfach halt kein Stroh. Das ist ja auch nicht das Problem. Fange ich mit ohne Stroh an. Hauptsache ich habe mal Gras und Wasser. Bei uns zu Hause hatten die Kühe im Stall auch nicht so viel. Wenn man auf der Weide hatten sie auch nur Gras gehabt. Und sahen auf der Weide am besten aus. Dick und rund. Erst im Stall sind sie abgemagert. So, den stellen wir hier jetzt mal hin. Mit Traktor. Den wir waschen. X. Also mal entlassen. X. So, jetzt sehen wir das aus. Z machen wir jetzt. Kein Roggen, kein Weizen, kein Gerste. Hafer auch nicht. Nehmen wir Sojabohnen. Hatten wir lange nicht. Nacharbeiten. Nö. What Scheiß. Könnte auch in den Rändern Gras einsehen. Und dann wäre das irgendwann nur Gras da. Ach, bei Gelegenheit weiter mal. Mal zusehen, dass wir den Sojabohnen in den Boden reinkriegen. Also lenkt sich besser. Merken 10%. Ah, wir werden mal Kuhstall machen. Das ist viel sinnvoller. Bisschen Abwechslung. Weiteres Feld können wir noch kaufen. Sonstiges. Ja, Saatgut. Da wäre schön, wenn es genau definiert wäre. Das ist Saatgut. Aber sich Backpacks zu kaufen, ist ja auch so ein Käse. Gerade bei den großen Maschinenfeldern. So. Alten Kurs löschen. Starten wir hier in der Ecke. Mal gucken. Aussaatfeld 2. Ja, hier in der Ecke ist gut. Das ist da oben. Gas geben, ja. Gas geben. Jetzt schauen wir mal auf die Werte rechts vom Monitor, was das Spiel gerade für Leistung hat und wie die Temperatur ist. So ein bisschen im Auge. Aber ich habe ein bisschen die Leistung untergeschraubt. Grafiktechnisch gefällt mir nicht so. So.
Hier in diesen Kurven, in diesen Knicks kriegt er Probleme. Wenn man das mit der Maus manuell runter machen könnte, dann würde es gehen. So. Noch ein bisschen Geld verdienen. Vor der nächsten Arbeit umzukommt. Das heißt Gras mähen. Dann lassen wir mähen. Wir werden eher darum kümmern, dass wir entsprechend die Arbeiten vollziehen. Wie düngen, dass es gemacht wird. Dass die Arbeit ordentlich gemacht wird. Denn so kenne wird er gleich wieder spinnen. Und schon wieder ist die Folge zu Ende. So, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich auf Wiedersehen freuen. Ganz gerne ein Like. Noch lieber, ihr würdet wiederkommen. Dann seid mal winke winke und goodbye. Bis zur, ich hoffe, nächste Folge.